Ja, dieser Abend gestern wird Steinbachs Torhüter Frederik Löhe wieder mal in guter Erinnerung bleiben. Zu Hause ist Steinbach eine ungeschlagene Macht. Gegentore eher selten. Watzenborns Keeper Yannick Daut dagegen bekam 5 Stück und er war noch gut bedient. Dieses Derby hat etwas Bodenständiges. Das fängt bei den kleinen Fangruppen an. Watzenborn auf der einen Seite und Steinbach auf der anderen. Ansonsten sind die Unterschiede gewaltig. Steinbach in Rot spielt einen ambitionierten Fußball. Technisch präzise, wie beim Pass durch die Schnittstelle auf Patrick Dulek. Nach 16 Minuten steht es 1-0. Da hatte man schon 3 gute Chancen versiegt. Und Torschütze Patrick Dulek hat ein sehr gutes Erinnerungsvermögen in Sachen Frisur. Ja, ich war gestern hier beim Friseur bei uns hier und der wollte mal was Neues bei mir ausprobieren. Und dann hat er halt gemeint, wenn ich ein Tor schieße, dann lasse ich mir was einfallen und jubel halt so. Und dann habe ich mir halt das einfallen lassen. Watzenborn Steinberg dagegen leistet sich haarsträubende Fehler. 2. Hälfte, 49. Minute, Dulek trifft zum 2. Mal. Er hat Zweit- und Drittliga-Erfahrung gesammelt beim Karlsruher SC. Ein Zeichen, dass in Steinbach auch die Klasse des Einzelnen stimmt. Nun beginnen die Dämme zu brechen. Ecke Steinbach, Handspiel Markus Müller. Zu diesem Zeitpunkt wirken die Gäste aus dem Polheimer Stadtteil nur noch wie Statisten. Nico Herzig, 3-0. Er hat 46 Bundesligaspiele und 112 Zweitligaeinsätze. Steinbachs Erfolge sind eben kein Zufall. Aber dieses Kollektiv funktioniert auch. Nach der 57. Minute kommt Watzenborn endlich ins Spiel. Und das durchaus sehenswert. Amachaibo und Fikara im Doppelpass. 3-1. Die unerwartete Wende in diesem Spiel ist tatsächlich möglich. 60 Sekunden später. Azawagi, der allerdings am Ende ein bisschen die Nerven verliert. Der Rest ist ein Derby-Tumult, der sich aber auch ganz schnell wieder auflöst. Kurz danach macht Patrick Dulek seinen 3-Tore-Abend perfekt. Auch da ist der Leistungsunterschied gravierend. 4-1, 66 Minuten sind um. Während der TSV Steinbach jubelt, nimmt Watzenborns Frusterlebnis seinen Lauf. Und das ist noch nicht beendet. 72. Minute. Dulek in der Mitte, Trikulja und dann Strujic. Das 5-1 ist Endpunkt einer Demütigung. Zumal nach dem Gruß an den Friseur die nächste Show-Einlage zur Aufführung kommt. Also ich werde nicht Vater, das schon mal vorab. Nee, Mitspieler Hüsni Tahiri wird Papa bald. Und wir haben vor dem Spiel schon gesagt, wenn einer von uns 4 ein Tor macht, dann machen wir den Schnuller und einer steckt sich den Ball unter das Trikot. 5-1. Damit ist Watzenborn Steinberg dann erlöst. Man muss auch sagen, dass Steinbach natürlich eine hervorragende Mannschaft hat und sehr schnell im Fußball spielen, eine körperliche Präsenz und eine Schnelligkeit hat, die meine Mannschaft halt noch nicht hat. Und die sind uns halt ja, das Jahr voraus, sag ich mal, und man hat es heute gesehen. Was aber wird aus Steinbach? Ziel Klassenerhalt, das klingt absurd. Wir haben jetzt 35 Punkte, das reicht noch nicht zum Klassenerhalt und gleichzeitig naht ja auch die Winterpause. Und dann werden wir mal sehen, wo wir in der Winterpause stehen. Und dann werden wohl neue Ziele formuliert. Die beste Heimmannschaft der Liga ist ein klarer Aufstiegskandidat.